willkommen bei Kochen lernen mit Tom. Heute gibt es mal ein anderes Format. Es gibt keine bewegten Bilder. Ich zeige euch heute ein Rezept von der lieben Hildegard von Bingen. Es geht hierbei um eine Hühnerleberpfanne. Und das Rezept werde ich demnächst auch in Bildern, in laufenden Bildern natürlich für euch kochen. Aber hier vorweg schon mal das Rezept. Viel Spaß! Ja, und was braucht ihr alles Leckeres für dieses leckere Rezept? Das ist einmal 300 Gramm Hühnerleber, 3 Zwiebeln, 3 Esslöffel Öl, 3 Esslöffel Dinkelmehl, 1 Viertel Liter Brühe, 1 8 Liter Wein, 1 Esslöffel Weinessig, je einen halben Teelöffel Bertram, Galgan oder Isop, Salz und Pfeffer und 3 Esslöffel saure Sahne. Die Zubereitung ist wie folgt. Die Leber waschen, trocken tupfen und kleinschneiden. Zwiebeln würfeln und im heißen Öl andünsten. Leber dazugeben und unter ständigen Wenden anbraten. Mit etwas Mehl bestäuben und mit der Brühe ablöschen. Wein und Essig hinzufügen, würzen und weitere 5 Minuten köcheln lassen. Mit Sahne verfeinern. Ganz gut dazu passt natürlich Dinkelteigware oder ihr könnt natürlich auch Reis oder auch Kartoffeln nehmen, wie es euch beliebt. Viel Spaß dabei! Das passende Video zu unserer Hühnerleberpfanne zeige ich euch dann in Kürze hier. Sagt mir doch auch einfach mal, wie es euch gefallen hat, diese Vorschau für ein Rezept, was demnächst als Video laufen wird, ob euch sowas gefällt. Ansonsten freue ich mich natürlich über eure Kommentare, über neue Abonnenten und sage jetzt viel Spaß mit den weiteren Videos. Euer Tom.